Philippe, hier! Komm! Was soll ich hier? Was ist denn los? Ja, komm, komm! Ja, hi! Eine Überraschung für dich! Hallöchen! Ja, hi! Ja, was machen wir hier? Ja, du, so. Ich habe mir überlegt, wir haben ja so viele Videos bei uns immer in der Firma. Ja. Aber ich dachte, heute ist es Zeit. Wir haben heute mal ein Date auswärts. Ja, was machen wir denn hier in Essen? Ja, lass dich überraschen. Ach, ja, Gott, was es hier im schönen Essen gibt. Ich so das auch? Nicht gut, ne? Mhm. Bin auch gespannt, was das sein könnte. Ich nehme dich mal mit, komm mit, ich erkläre es dir gleich. Hm. Ja, guck mal. Was ist denn hier los? Ja, lass dich überraschen. Heute ist es soweit. Ja. Unser großer Tag. Unser großer Tag. Ja, ja, setz dich, bitte, bitte. Und was soll ich jetzt hier? Ja, lass dich doch mal überraschen. Ach, nicht so ungeduldig sein. Ich muss doch Pflanzenanlage noch putzen. Guck mal hier. Herzlich willkommen. Oh. Bei Rheinkanälen. Oh. Oh. Herr Dank. Ja, vielen Dank. Was mache ich eigentlich hier? Ja, Garnelen essen, ist doch ganz klar. Ja, toll, aber... Das ist nicht der ganze Grund. Ach so. Wir sind hier heute bei Rheingarnelen und die Jungs, die zeigen uns gleich ihre Anlage. Wie? Ja. Ich dachte, wir machen Pause hier. Nee, nicht ganz. Das ist die erste kommerzielle Amano-Garnelen-Zuchtanlage quasi mit Vertrieb in Deutschland. Dass ich jetzt Amano-Garnelen habe? Nein, nicht ganz. Aber das haben die Jungs auch noch was mit zu tun. Aber das erkläre ich dir nochmal gleich oder die Jungs besser selber. Okay. Ich habe den Philippe heute hingeschleppt nach Essen zu der Firma Rheingarnelen. Ein ganz, ganz tolles Projekt. Hallo, ich bin der Timon von Rheingarnelen, Yannick und Christoph. Wir züchten Amano-Garnelen, beschäftigen uns damit, die Garnelen von der Larve zur fertigen Garnele für euch zu Hause fürs Aquarium zu züchten. Wie habt ihr da zugefunden? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so alltäglich, dass man sagt, oh, ja, ich züchte jetzt mal eine Amano-Garnele. Irgendwie muss es ja einen Werdegang geben, dass man sagt, so, das war jetzt die Entscheidung, Amano zu züchten. Genau. Ich habe Wasser studiert und habe mir irgendwann gedacht, ich züchte mal Amano-Garnelen nach, wie das viele Leute zu Hause ausprobieren. War mäßig erfolgreich damit, habe mir aber gleichzeitig gedacht, mit ein bisschen Labor im Hintergrund, sollte das umsetzbar sein. Habe mich hingesetzt, einen Forschungsantrag gestellt, Projektantrag. Dann konnten wir mit drei Leuten im Team für ein Jahr beginnen, Amanos nachzuzüchten, hatten Laborzugang, Mikroskope und einiges mehr und haben es tatsächlich geschafft, mit hoher Überlebensrate und effektiv die Tiere nachzuzüchten. Stark, oder? Und haben uns danach hier in NRW, ne, muss man auch dazu sagen. Ne? Das war gar nicht. Nee, also, ne, normalerweise hört man immer solche, ne, filigranen Geschichten und Garnelen, das wird irgendwie kommerziell in Asien oder so gezüchtet, aber hier vor der Haustür quasi. Ja? Genau. Und danach haben wir uns jetzt selbstständig gemacht. Haben uns das Labor in die eigene Firma geholt und produzieren die Amano-Garnelen jetzt für den deutschen Markt. Ich habe tatsächlich Aquakultur studiert in Gent in Belgien. Ach, klasse. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es hier Garnelenzucht gibt. Ich dachte, die machen immer nur Pommes in Belgien, ne? Die machen auch andere Sachen, ja? Also wäre klassischerweise eher tatsächlich in die, ne, White Tiger, die Essgarnelen gegangen. War dann aber froh, hier was gefunden zu haben und bin jetzt seit knapp 3 Monaten dabei. Ich bin von Anfang an dabei gewesen auch schon und ich hatte Erfahrung mit Algen, also mit Algenzucht, welche man, später werden wir das auch sehen, auch für die Aufzucht braucht. Und so bin ich sozusagen dazu gekommen und ich bin ausgebildet Chemielaborant. Das ist natürlich ein super Trio, würde ich sagen, ne? Ergänzt sich sehr gut. Und vor allem Algen, wichtiger Punkt natürlich, Algen kennen wir alle uns ein bisschen mit aus, also aber wir meistens im Negativen, genau, das sind jetzt die nützlichen Algen, die wir brauchen. Ja? Also genau. Ansonsten können wir uns auch als Algenzüchter bezeichnen, ne? Ja, ja. Anderes mit hier aber. Ja, das sieht doch schon mal irgendwie spannend aus hier. Ja. Erklär uns doch mal vielleicht, was ihr so hier in diesem Bereich macht, was so euer tägliches Brot hier ist in diesem Bereich. Hier in diesem Bereich überprüfen wir das Wachstum der Tiere. Wie man sehen kann, gehen wir mit den Tieren unter das Mikroskop und überprüfen dort eben die Larvenstadien, die wir aufgenommen haben. Somit können wir circa sagen, wann die Larven fertig sind zur Ernte. Also ob ihr quasi im Plan seid, ob die Zeitabläufe stimmen, ob die Entwicklung so ist, wie es zeitlich eigentlich sein sollte, oder ob ihr vielleicht irgendwo nachfassen müsst, nachsteuern müsst. Genau, wichtig ist es da eben auf die Wasserwerte eben auch zu achten. Das heißt also, ihr testet auch ganz klassisch die Wasserwerte, wie es ein Aquarianer im Prinzip auch tut? Genau, nur ein bisschen professioneller. Ja, okay. Und ich sehe gerade, ihr habt auch irgendeine Waage, also ihr wiegt auch tatsächlich irgendwelche Tiere und kontrolliert die nach? Ja. Allerdings, diese werden erst im
Wenn die größten Umfang erreicht haben, genau. Gewogen. Wie viel wiegt dann so eine Garnele im Schnitt? Kann man so sagen? Im Schnitt kann man sagen, dass eine Garnele circa am Anfang 0,08 Gramm wiegt. Und 0,08 heißt quasi im Larvenstadium oder schon als erste Garnele quasi, also erste als Garnelenstadium? Im Larvenstadium sind sie dann nicht mehr, dafür sind die dann noch zu leicht. Mhm. Also im Larvenstadium kann man sie überhaupt gar nicht mehr wiegen. Okay, also diese 0,08 ist schon quasi in dem Stadium, wo die Garnele theoretisch selber schwimmen kann. Genau. Wahnsinn, das ist ja nichts. 0,08, okay. Spannend. Okay, also hier macht ihr diese Nachkontrolle. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir, glaube ich, im nächsten Schritt mal in die heiligen Hallen hier rein, ne? in den Zuchtraum, oder? So, jetzt haben wir den Raum mal gewechselt und ich stehe jetzt hier mit dem Yannick im Bereich, wo die Mikroalgen gezüchtet werden, habe ich mir gerade schon erklären genau. lassen. Und das ist natürlich auch für euch sicherlich interessant. Was hat das hier so auf sich mit dem wilden Geblubber und den verschiedenen Farben? Und ich würde sagen, du kannst ja einfach mal erklären, was hier passiert und woraus es entsteht. Ne? Ja, also... Wie du schon gesagt hast, unsere Mikroalgen, die sind wichtig für die Larvenaufzucht. Wir haben hier verschiedene Arten hängen. Mhm. Es fängt an mit einer Reinkultur, die tatsächlich steril hochgezogen wird. Also das sind also, Milliarden von Algen quasi jetzt drin, kann man sich vorstellen. Oder? Das sind schon ein paar Millionen, genau. Ja, Millionen. Ob es schon Milliarden sind, weiß ich noch nicht. Ja. Und die ziehen wir dann größer und größer auf, sagen wir mal, einen Liter hoch und füllen die dann hier in unsere Beutel ein. Und das sind die, die ihr vorne auch kontrolliert quasi da in eurer Ausstattung mit genau. dem Besuch und allem? Auch genau. Was? Jedes Mal, jeden Morgen, bevor wir die verfüttern, gucken wir die Algen einmal durch. Das macht der Christoph. Guckt, ob die auch noch in Ordnung sind. Und? Sonst holen wir uns ganz schnell Probleme rein. Und das sind jetzt verschiedene Algen quasi, oder? Genau, wir haben verschiedene Arten. Und wie du siehst, manche sind dunkler, manche sind heller. Ja, genau. Hängt mit der Art zusammen, hängt aber auch mit der Dichte zusammen. Das heißt, der Beutel hier ist jünger als der Beutel oder der Beutel ist jünger als der Beutel. Das heißt, das ist so einer, der müsste jetzt quasi als erstes verfüttert werden? Der wird jetzt, genau. Wobei der hier noch dicker ist. Den kann man auch nochmal auffüllen. Okay. Auch nicht so einfach. Brauchst dafür eine Osmoseanlage. Mhm. Muss das alles nochmal sterilisieren. Und dann kann man die Beutel eine Weile lang benutzen. Das ist ein frischer Ansatz. Also der ist jetzt vom 22., also knapp eine Woche alt. Und von dem bis dem, wie kann man sagen, wie lange dauert dieser Zeitraum, bis du das Ergebnis hast? Das sind ungefähr 2-3 Wochen. Okay, das geht ja dann noch recht zügig sogar. Ja, spannend. Kommt auch ein bisschen drauf an, mit wie viel man die dann im Endeffekt animpft, mit welcher Menge. Ja. Genau. Und das ist dann letztendlich das Futter für eure hochwertigen Larven, um die genau. dann weiterzuentwickeln. Genau. Ja, Timon, jetzt haben wir mal hier die Position gewechselt und auch natürlich denjenigen von der Kamera, denn der Timon wird uns jetzt mal hier zeigen, chronologisch den Ablauf von vom Zuchtbestand quasi bis hin zur fertigen Garnele. Und das ist ja, denke ich mal, auch ein ganz spannender Teil. Das, was wir jetzt hier sehen, Timon, hattest du uns gesagt, sind ungefähr 1000 Garnelen. Das ist so eure Grundbasis, von denen ihr zieht, ne? Genau, das sind die wichtigsten Tiere hier in der Anlage sozusagen, unsere Elterntiere. Mhm. Die versorgen uns jeden Monat mit ausreichend Larven, die wir dann entsprechend weiterziehen. In diesem Becken halten wir die Tiere. Die haben Oberfläche, um sich festzuhalten und sich ein bisschen zu verstecken. Wir gehen dann jeden Tag durch, sammeln die trächtigen Weibchen ab. Mhm. Und die wandern dann nach unten. Okay. Dort haben wir einen regelmäßigen Wasserfluss, der dafür sorgt, dass die Larven, wenn sie geschlüpft sind, hier in so einen Filterstrumpf reinkommen. Und den werden wir zweimal am Tag leeren, um da die Larven abzusammeln. Ihr macht das ja jetzt in diese Box hier so weit rein und setzt sie rum. Das ist einfach auch eine Maßnahme, um ein bisschen Stress zu reduzieren, dass quasi die Garnelen nicht direkt schon kurz vor Niederkunft quasi da reingesetzt werden, sondern dass die einfach zum sehr frühen Stadium einfach da entspannt übergesetzt werden. Genau, die Tiere sind kurz nach dem Ableichen, also kurz nachdem sie ihre Eier unterm Bauch gesammelt haben, noch relativ entspannt. An der Stelle können wir die sehr gut transferieren. Wenn wir die kurz vor dem Abwerfen der Larven, kurz vor dem Schlupf rübergehen setzen würden, könnte der Stress dazu führen, dass ihre Larven entlassen, bevor sie überhaupt lebensfähig, also ausgereift sind. Also ein ganz entscheidender Faktor einfach auch, damit das den Tieren gut geht und es einfach auch funktioniert. Vielleicht mal jetzt grundsätzlich, das ist ja oft so, dass viele ja sagen, ja, so eine Amano-Garnelenzucht, das ist ja total easy, die tragen bei mir ja auch ständig.
Aber so einfach ist es dann ja nicht. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es da schon eine Menge Aufwand hinter ist. Das sehen wir ja auch alles hier. Aber was auch sehr interessant war zum Beispiel, vielleicht mal ganz allgemein, die Amano-Garnele, wenn dann diese Larven da sind, da werden ja die Larven Richtung Meer gespült. Und du hattest auch mal gesagt, dass es auch ein ziemlicher Kampf ist und gar nicht so einfach ist. Es gibt bestimmte Zeiträume, bis wann diese Larve im Meer angekommen sein muss, dass sie sehr große Strecken zurücklegen und auch, dass überhaupt ins Meerwasser hineingeraten ist, nicht mal eben so ohne, ne? Genau, die Tiere haben etwa einen Zeitraum von 3 bis 5 Tagen, für den haben sie Reserven mitgegeben aus dem Ei. Und wenn die es nicht schaffen, innerhalb dieser kurzen Zeit im Meer anzukommen, würden sie sterben. Also die werden quasi flussabwärts Richtung Meer gespült? Genau. Oder schwimmen die dort zielstrebig hin? Oder die nein, werden spülen, ne? Die werden passiv mit der Strömung mitgenommen. Und je nach Wetterlage, sprich wie viel Wasser ist im Fluss drin, können das eben mehrere hundert Kilometer sein, die so eine Larve zurücklegt, bevor sie letztlich im Meer ankommt und da ihre Entwicklung erst beginnen kann. Wahnsinn, oder? Mehrere hundert Kilometer, oder? Das ist Tier. Ne? Ja, so klein und doch so viel, ne, dahinter. Und im Meer, dann ist ja nochmal die Krux, die müssen ja aus diesem Süßwasserbereich ins Meer transferieren. Und da ist vielleicht noch eine Besonderheit, was vielleicht auch vielen Laien nicht immer ganz klar ist. Es ist nicht so, dass der Salzgehalt mal einfach so permanent ständig ansteigt und es einfach so einen seichten Übergang gibt, sondern es ist eigentlich irgendwann ein krasser Break, ne, zwischen den einzelnen Wasserzonen, ne? Genau, die Larven werden quasi im Flusswasser ins Meer reingespült. Und da entwickelt sich in der Regel erstmal eine Süßwasserschicht auf dem Meerwasser. Und quasi durch die Wellen, durch Wind, wird das Wasser dann sehr spontan durchmischt. Und die Garnelenlarven kommen quasi sofort vom Süßwasser ins Salzwasser rein, ohne einen langsamen Übergang. Also bildlich vorstellen wie ein Ei? Eigelb, Eiweiß, klar getrennt und erst wenn die Strömung kommt, das Verquillen, Genau. Kriegen wir den Übertritt hin. Genau. Sorry, oder? Du musst immer alles mit Essen vergleichen. Ja, Entschuldigung, das ist halt, ne? Ja, und den Übergang muss die Garnele eben auch in dem jungen Alter überhaupt noch Da geht ja auch sicherlich viel schief, ne? Also nur ein geringer Prozentsatz wird es ja wahrscheinlich final schaffen, ne? Und dann ist die Kunst, dass die Garnele oder die Larve sich im Meer entsprechend entwickelt und dann ja quasi schwimmfähig selbstständig wieder zurückkommt, ne? Genau, die Larven selber sind relativ immobil, das heißt, die schwimmen durchgehend mit dem Kopf nach unten und lassen sich von der Strömung treiben und hoffen quasi darauf, ins Futter getrieben zu werden. Sprich die Mikroalgen und Co. Ne? Genau, fressen sich da satt, wachsen und machen dann eine Metamorphose durch, die dazu führt, dass die Garnele von dieser Larvenform in die quasi Adultform, nur in ganz, ganz klein, sich umwandelt. Und damit ist sie schwimmfähig und kann gegen die Strömung der Flüsse den Fluss hochschwimmen. Schwimmen die in der Theorie denn dann auch wieder fast so weit zurück, wo die hergekommen sind? Oder sagen die so, jetzt Süßwasser hier vorne in der Küste, ich bin zufrieden, alles gut? Weiß man das? Oder kann das sein, dass so eine kleine winzige Garnele mit eigener Kraft das wirklich enorme Strecken auch wieder zurückschafft? Weiß man das? Das sind durchaus größere Strecken, aber so eine kleine Garnele, die freut sich erstmal, wenn sie im Süßwasser ankommt und Futter findet. Und damit hat sie quasi ihren Migrationstrieb vom Salzwasser ins Süßwasser befriedigt, kann fressen und wird dann im Alter den Fluss weiter aufsteigen. Das heißt im Prinzip, wenn es wild in Namen sind, also in Namen aus der Natur und die kommen aus dem Ausland, dann würde wahrscheinlich die Leute meistens irgendwo in Küstennähe auf Tour gehen und die Tiere absammeln, kann man so sagen. Das wäre so das Fanggebiet. Ne? Zum Beispiel. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Brücke, die man natürlich schlagen kann. Hier wird ja nachgezüchtet und das ist auch das immer, was wir toll finden, wenn man irgendwas möglichst lokal natürlich bekommt. Das ist ja überall ein Thema mittlerweile, aber auch eben gerade in der Fischzucht, Garnelenzucht, das ist natürlich immer besonders attraktiv, wenn man das irgendwo, sag ich mal, heimisch herbekommen kann. Und das ist wirklich ja bei der Amano-Garnele hier eine Besonderheit, dass ihr da wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal habt. Was ich vielleicht an der Stelle noch sagen möchte, ist, setzt bitte keine Amano-Garnelen ausgewachsene ins Salzwasser rein. Das vertragen die leider nicht mehr. Okay. Habe ich leider häufiger schon gehört, dass man dann das Weibchen Tipp? Mit den Eiern ins Salzwasser setzt, das bitte nicht tun. Okay, das ist vielleicht auch mal so eine Frage, was ist denn Weibchen, was ist Männchen? Gibt es da überhaupt Weibchen und gibt es da Männchen und wie erkennt man das? Ja. Bei den adulten Tieren ist es jetzt relativ einfach. Die Weibchen werden deutlich größer als die Männchen, etwa 6 cm bei den Weibchen, 3,5 cm bei den Männchen, vielleicht auch mal 4 cm.
Das heißt, alte Tiere kann man sehr leicht unterscheiden. Ansonsten ist es recht leicht, die zu unterscheiden, dass die Weibchen eben im Nacken den sogenannten Eifleck bekommen. Das heißt, da werden die Eier schon vorbereitet für das Gelege, was die Männchen natürlich nicht haben. Die haben deswegen einen leichten Knick im Nacken. Okay. Also wenn die gleich alt sind, kann man sagen, ist der Größenunterschied die Definition, sofern sie ausgewachsen sind, plus eben bei den Weibchen, dass sie diese Eiflecken tragen, sofern die Haltungsbedingungen stimmen, sonst gibt es keine Eiflecken. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Timon, zeig uns doch einfach mal vielleicht den nächsten Gang, wie die Larven weiter in die Anlage gelangen und wie ihr da so vorgeht. Und zeig uns das einfach. Sehr gerne. Nehmen wir erstmal ein bisschen Wasser. Ich kann ja schon mal weggehen. Dann kannst du wählen. So. Dann wird an der Stelle einfach der Filterstrumpf geleert. Wo wir natürlich sowohl die Garnelenlarven als auch die Futterreste drin finden. Deswegen gehen wir an der Stelle zur Reinigung. Ja, jetzt sind wir an der nächsten Station. Der Timon hat jetzt die Larven eingesammelt. Die befinden sich jetzt hier in dem kleinen Eimer. Und ja, erklär einfach mal vielleicht, was ihr jetzt hier so macht. Und dann gucken wir uns, würde ich sagen, auch mal die ersten Larven schon mal an. Genau, wir locken die Tiere jetzt mit dieser Lampe hier in die Ecke von dem Eimer. Und dann kann ich mit so einer schönen großen Pipette hier unten reingehen und die aufsaugen. Das Schöne dabei ist, dass der ganze Dreck, den ich eben mit den Filtersocken hatte, im Eimer bleibt. Super. Und die Garnelen sauber hier sind. Also die Garnelen reagieren eben auch auf Licht quasi, ne? Sie orientieren sich. Ja, kann man sagen, oder? Ja, genau. Zum Licht wollen sie hin, weil sie da ihr Futter finden, die Mikroalgen. So sammeln wir die jetzt hier ein. Okay. Und sammeln die alle schön in so einem kleinen Töpfchen. Da wuselt es ja schon richtig. Also da würde ich immer sagen, dass in diesem kleinen Pöttchen sind doch garantiert schon 200-300 Garnelenlarven drin, oder? Hier fehlt eine Null. Ernsthaft? Ja. In diesem kleinen Pöttchen sollen 2.000-3.000 drin sein? Genau. Siehst du doch, zähl doch mal nach. Ja, unvorstellbar, oder? Wahnsinn. Also dann kann man sich wirklich vorstellen, wenn in diesem kleinen Pöttchen, ich meine, das ist, das hat vielleicht 200 Milliliter, wenn da so eine Menge drin ist, das ist ja wirklich beachtlich. Wahnsinn. Von da aus kommen die jetzt in unsere Larventanks und da werden die ordentlich, wie der Yannick euch zeigt, mit Mikroalgen gefüttert. Messstation. Messstation, genau. Ja, da haben sie ihre Kinderstube. Quasi der Grieche für Garnelenlarven. Ja? Das heißt aber, wenn da natürlich 2.000-3.000 drin sind, da bin ich mal gleich gespannt, wie viele in diesem Bottich da rumschwimmen. Das muss ja irre sein. Okay. Ja gut, vielen Dank. Wollen wir sie nicht halten auf lange Zeit. Nee, das kann ich nachvollziehen, das ist noch ein bisschen beengt. Jetzt haben wir den Standort ja hier gewechselt und man kann sagen, das ist schon hier wirklich der heiße Scheiß. Ne? Also das ist hier... Das sind keine Amanos. Warum? Ja, das sehen sie, die sehen aus wie so orangene Sakura-Garnelen. Da hast du allerdings recht, die sind wirklich orange. Die veräppeln uns hier. Ist das normal, dass sie so orange sind? Das ist normal, die haben die Färbung, bevor die sich umwandeln. Aha, so eine Jungtierfärbung quasi. Quasi, genau. Bevor die zur Postlarve werden, haben wir so eine Orangenfärbung. Bevor die zur Postlarve werden? Ja gut, die werden ja auch oft per Post verschickt, DHL und so, ne? Klar, alles gut. Und okay, und hier in diesem Bereich, da sammelt ihr quasi jetzt eure kleinen Mini-Garnelen, also die Larven. Und das ist das Futter, was du jetzt quasi da gerade gezüchtet hast, das hast du jetzt hier genau abgefüllt. Genau, ich habe jetzt eben bei den Algen schon mal eine Mixtur abgefüllt. Ja. Wir müssen morgens immer auf die Dichte gucken, wie viele Algen sind noch im Tank, wie viele Algen haben wir gerade in den Beuteln. Also wieder Mikroskop kontrollieren, passen genau die Menge irgendwie zueinander? Darauf abgestimmt, halt abzapfen und dann wird einfach gefüttert. Zack. Und dann sind die wieder glücklich, je nachdem wie dicht der Tank ist. Müssen wir die zweimal am Tag füttern. Je Riesenmenge? Zweimal am Tag? Ja. Das ist schon erheblich, oder? Das ist eigentlich eine Nils-Garnele, ne? Eine Ruppe nimmer, sagt meinst genau du, ja? Ja, vor allem, wenn die sich umwandeln, brauchen die viel Futter. Dementsprechend wichtig ist halt auch die Algenkultur. Okay. Dass die dir nicht crasht oder... Also ein ganz entscheidender Faktor. Und die stehen ja jetzt hier auch alle im Salzwasser, ne, in dem Stadium? Die stehen jetzt hier im Salzwasser, bleiben hier ein paar Wochen, bis sie dann weiter umziehen, genau. Ja, jetzt sind wir hier an der nächsten Station und wir haben uns ja gerade schon angeguckt, so im Prinzip die Geburtenstation. Der Kindergarten. Kindergarten, ja. Genau. Und dann sind wir hier quasi bei der Grundschule, so ist oder? Es, ne?
Und hier sind natürlich dann schon eine beachtliche Anzahl an Garnelen drin, die dann ja auch schon schwimmfähig sind. Ne? Und da ist natürlich auch immer die Frage, was fressen die dann? Also fressen die dann immer noch diese Mikroalgen oder kriegen die was anderes? Was futtern die dann? Unsere Garnelenkinder, wir sagen Juvenile, wohnen letztlich im Süßwasser, haben das Larvenstadium im Meerwasser hinter sich gelassen und bekommen von uns hochwertiges Aquakulturfutter, was aufgewertet ist und auch quasi streng kontrolliert. Ist ja oft Aquakulturfutter, ist ja ganz streng kontrolliert und immer auch die Mischung ist genau festgesetzt, sodass man auch gleichbleibend ja immer eine hohe Qualität dann auch leisten kann. Ne? Ist ja auch wichtig, dass da nichts schwankt und dass das immer für die dann ja auch passt. Ne? Ihr müsst euch darauf verlassen können. Ne? Genau, für uns ist das natürlich ein wichtiger Faktor. Gibt es denn, sag ich mal, bei den Garnelen noch mal so vielleicht einen kleinen Pro-Tipp, was denen gut tut? Also gibt es vielleicht irgendwelche Beauty-and-Health-Produkte für Garnelen, wo man sagen kann, das macht Sinn, also dass man denen das gibt? Garnelen sind sehr darauf angewiesen, für ihr Immunsystem Farbstoffe auszubilden bzw. aufzunehmen. Sprich, alle Arten von Carotinoiden können von den Garnelen in Astaxanthin umgewandelt werden, was der primäre Farbstoff der Tiere ist. Aber auch als Immunfaktor eine wichtige Funktion. Also das heißt, obwohl ja so eine Amano-Garnele eigentlich ja ziemlich farblos ist, ist es trotzdem entscheidend, dass sie quasi diese natürlichen, ja ganz wichtig, Farbstoffe bekommen. Genau. Okay, also das ist so einfach ein Gesundheitsfaktor. Wie lange sitzen die jetzt in der Grundschule? So circa? Das ein bisschen? Je nachdem, in welcher Größe die Tiere verkauft werden, können das 3 bis 4 Monate sein. Das ist schon krass. Das heißt, nachdem die ganzen Prozesse durchlaufen sind, nochmal 3 bis 4 Monate, bis es dann am Ende soweit ist, dass sie verkauft werden können. Genau. Das heißt, kann man sagen ungefähr, wie lange ihr für alle Durchläufe braucht, bis sie dann wirklich final fertig sind? Das ist ja schon ein halbes Jahr im Land, oder nicht? Genau. Die schönen großen Amano-Garnelen, wie ihr sie im Laden habt, sind etwa ein halbes Jahr alt, wenn sie von uns kommen. Ja, und ich denke mal, dann sieht man auch ein Stück weit, wie viel Arbeit das ist, wie viel Zeit ins Land geht, welcher Aufwand und warum dann natürlich auch so eine Garnele einfach ein paar Euro kostet und es auch wert ist. Ne? Wie oft füttert ihr denn hier die Garnelen? Kann man das sagen? Also gibt es da irgendwie so eine Häufigkeit, wo man sagt, das ist schon ein Aufwand oder ist das so einmal am Tag so eine Handvoll mit irgendwas rein und dann ist schon gut und dann passt das oder ist das mehr Aufwand? Wir möchten nicht, dass die Tiere zu sehr im Dreck stehen. Mhm. Deswegen werden die tatsächlich alle halbe Stunde mit kleinen Portionen Futter gefüttert. Okay. Um eben auch die Wasserqualität hochzuhalten und die Tiere regelmäßig und durchgehend quasi mit Futter zu versorgen. Also ihr wollt quasi, dass immer eine kleine Menge vorhanden ist und es einfach nicht zu Überschüssen kommt. Ne? Also immer wohl dosiert und aber immer schön im Futter stehen. Ja, genau. Da geht man alle paar Momente vorbei und füttert die. Ist nichts mehr mit abends Couch und Netflix? Nee. Hier spielt das Leben, ja? Du Schatz, ich komme die Woche nicht, ich muss noch ein paar Garnelen füttern, ja? Dann würde ich sagen, gucken wir uns vielleicht mal an die Verkaufsgarnelen, oder? Wir wollen ja auch heute welche mitnehmen. Ach echt? Ja, du bist doch der absolute Garnelenliebhaber, aber natürlich, wir sind ja hier nicht ganz ohne Grund. Zum Essen. Ja, nicht nur Garnelen essen, wir nehmen auch Garnelen mit, okay. Ja, selbstverständlich. Komm, los geht's. So, jetzt sind wir hier am Endpunkt quasi, ne? Bevor es zum Händler geht. Was hört man ja. Los? Hört man aber auch schon, wie laut es ist, ne? Das ist ja, also hier ist richtig Power drin. Guck dir mal die Granaten da an. Ja. Oh, wie viele? Boah. Also ich würde sagen, so richtig mit Faden allen Probleme werden die Jungs hier nicht haben. Ne? Die sind ja jetzt größentechnisch hier, was sind die, 3 Zentimeter, 3,5, 4? So in der Größe? Genau, das sind hier unsere L-Tiere mit 3 Zentimeter plus. Die sortieren wir aus der Aufzuchtanlage aus und bereiten die hier quasi für den Versand vor. Wenn ich den mal rausnehme, dann seht ihr tatsächlich, wie viele Tiere da drin sind. Weil die sich gerne hier welche. Zwischen diesen Rohren verstecken. Die trocknen alle aus. Die gehen alle kaputt. Nee, machen die nicht. Ne? Hat das vorhin schon uns erzählt. Die können auch an Landgut unterwegs sein. Genau, ne? Solange die nicht austrocknen, Amano-Garnelen kommen gerne auch mal aus dem Wasser selber raus und bleiben auch mehrere Minuten über Wasser, um zum Beispiel jetzt hier am Rand Algen zu fressen, die halt durch das Spritzwasser da ganz gut wachsen. Also gute Nachricht, ne? Die Garnele ist nicht suizidgefährdet. Wenn ihr mal irgendwo am Aquarienrand entlangläuft, auf irgendwelchen Filterschwämmen, die hat einfach Hunger, ihr braucht sie nicht sofort wieder ins Wasser schmeißen, sie schafft das von selber. Ja? Die schafft auch immer den Gang zum Gyros. Ja, eben, ich schaff's ja auch. Ne? Man sieht auch ganz schön hier oben schon diese Eiflecken, kann das sein? Aber so heller, ne? Nicht so dunkel wie bei den anderen, sondern hier so diese hellen Flecken. Genau, die Tiere sind jetzt kurz vorm Ableichen. Also die sind im Prinzip schon dabei, jetzt Eier zu legen. Ich glaube, ich habe sogar auch schon Gelege gerade gesehen hier drin. Das heißt, wenn die Tiere bei euch ankommen, sind die tatsächlich in einer sehr guten Kondition, sind gut gefüttert und haben eben auch die Energie, um direkt Nachwuchs zu produzieren.
was man natürlich aus dem Versand aus Asien oder so häufig. Da spielt das oft keine Rolle, genau. Ja. Da sind die Tiere teilweise schon recht schlapp dabei. Mhm, irre. Vielleicht nochmal zum Thema Hygiene, Parasiten und Co. Viele fragen ja auch immer, Mensch, ich habe mir was eingeschleppt und jetzt habe ich ein großes Problem. Und natürlich bei Garnelen oder Tieren allgemein, wenn die importiert werden, das ist immer ein heißes Thema, dass man sich irgendwas reinschleppt, Planarien und was weiß ich. Ihr werdet sicherlich ja auch irgendwie in euren Anfängen da Probleme mal gehabt haben, vermute ich mal. Oder war das alles reibungslos? Oder ich meine, der Bestand ist schon ein bisschen älter auch, den ihr habt, ne? Genau, das letzte Mal haben wir vor 3 Jahren Amano-Garnelen zugekauft, um damals unseren Elterntierbestand zu vergrößern. Wahnsinn, ne? 3 Jahre schon. Und ja. Seitdem haben wir den durch eigene Nachzuchten nochmal verdreifacht und nutzen seitdem nur noch die eigenen Nachzuchten, um eben zu vermeiden, dass wir von außen irgendwas reinkriegen. Im Thema Inzucht und sowas, das ist eigentlich kein Thema bei einer Amano-Garnele. Nein, also wir sprechen hier von einem Elterntierstamm von 1000 Tieren. Da ist genug Durchmischung vorhanden und Farb- und Selektion spielen ja keine Rolle in dem Sinne. Ne? Genau, wir selektieren nicht und Garnelen sind grundsätzlich auch weniger anfällig als Fische für solche Inzuchtproblematiken. Was die Parasiten angeht, ist es so, dass die Tiere sich zum Teil auch in der größeren Gruppe gegenseitig reinigen und Aufwuchsparasiten selber entfernen. Ach, ist ja stark. So fast so wie bei Affen, ne? Wenn die sich so entlausen, das haben die doch auch, ne? Dass sie das wo man halt auch ganz klar sieht, eine Garnele ist nicht für die Einzelhaltung geeignet. Die braucht einfach ihre Gruppe, um sich auch wohlzufühlen und sich selber reinigen zu können. Was empfiehlst du? Ab welcher Menge macht es Spaß für eine Garnele und fürs Aquarium? 10 Garnelen aufwärts. Also lieber ein paar mehr als zu wenig. Also auch in den klassischen 60 cm, 54 Liter Aquarium oder würdest du da sagen? Da würde ich keine Amano-Garnelen einsetzen. Nee? Da gibt es mit Sicherheit kleinere Garnelen. Mhm. Aber ich sag mal, ein 100 Liter Becken aufwärts ist für Amano-Garnelen geeignet. Und selbst in meinem 200 Liter Aquarium zu Hause gehen die 30 Amano-Garnelen komplett unter. Also kannst du sagen, locker 10 Liter Wasser, eine Garnele, gar kein Thema. Okay. Zähle ich auch schon immer. Ja, genau. Ist ja auch im Aquascaping, ne? Ich meine, Takashi Amano, Amano Garnele, ja. Das war sein liebstes Tier quasi. Ne? Kannst du denn sagen, wie viele Garnelen hier drin sind? Oder schätzen ungefähr? Das kann man ja total schlecht ich abschätzen. Ich weiß es ne? nicht, die Jungs haben sich mit Sicherheit aufgeschrieben, plus minus 1000 Stück gerade. Wahnsinn, ne? Wir versuchen immer so viele vorzuhalten, dass wir eine spontane Bestellung relativ schnell bearbeiten können. Also wir zum Beispiel bestellen ja dann meistens so 500 Stück um den Dreh, ne? Genau. Aber wenn man jetzt überlegt, da sind 1000 drin und ich meine, da geht es ja nochmal weiter und. Respekt. Wirklich, toll. Nehmen wir auch welche mit? Auf jeden Fall. Und zwar genau die. Hm? Ja, hier waren wir ja vorhin schon mal, als wir die Larven uns angeguckt haben. Ich würde sagen, du zeigst uns vielleicht noch einmal oder wir vergleichen einmal hier den Stand. Endgarnelegröße zur Larve, weil ich glaube, das ist einfach nochmal irgendwie wirklich ein ganz krasser Unterschied, wie die Entwicklung war. Das sind jetzt 2 Tiere aus unserem Elterntierbestand, ein Männchen und ein Weibchen. Weibliches Tier 5 bis 6 cm groß im Vergleich. Diese sind 0,7 mm groß. 0,7 mm. Wahnsinn. Sind das dann diese Garnelen, die wir anfangs gesehen haben, mit 0,08 Gramm oder ist 0,08 Gramm schon die größere gewesen? Das sind schon die fertigen Jungtiere. Also die haben die Larvenstadien schon hinter sich gelassen. Das heißt, hier weiß man gar nicht das Gewicht, da kann man nur schätzen, aber ein Bruchteil. Ein sehr geringer Bruchteil, genau. Wahnsinn. Das macht unsere Waage leider nicht mehr mit. Wollen wir den Tieren aber auch gar nicht antun. Nee. Stark, oder? Genau. Würde ich sagen, dann machen wir gleich nochmal ein Bild von oben, dann könnt ihr euch das angucken, hier den Vergleich von den Größen her. Und in der Zwischenzeit fangen die Jungs hier fleißig weiter, die 500 Amano-Garnelen. Ja? Sieht übrigens schon irre aus, werdet ihr gleich auch nochmal sehen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier heute auch am Ende unserer Reise bei Rheingarnelen. Ja, mir oder uns hat es richtig Spaß gemacht, das war klasse. Richtig schön. Richtig schön. Auch natürlich die Verköstigung war nicht ohne. Und ja, wir machen es jetzt hier mit unseren neuen Garnelen auf den Heimweg und sagen vielen, vielen Dank an euch und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Auf jeden Fall. Danke. Nils, Philippe, danke, dass ihr da wart. Sehr gerne. Hat uns sehr gefreut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.